Ja, die nächste Gruppe ist Schools Around System. Und da geht es, ja, das erklärt ihr euch selber. Die haben auf jeden Fall eine tolle, tolle Lösung. Und hier ist euer Mikro, das habe ich noch in der Hand. Und Bühne frei für euch. Genau, ich bin Gero, ich bin 14 Jahre alt. Und ich bin Rebecca und ich bin auch 14 Jahre alt. Also unser Projekt heißt School Around System. Wir wollen, dass Schulen ein bisschen digitaler werden. Wir wollen, dass der Vertretungsplan, um den man sich morgens sonst immer drum quetschen muss mit allen anderen Klassen, digital wird, dass man den auch vor Schulbeginn sehen kann, in den Lehrer dann auch was eintragen können, zum Beispiel, falls sie kurzfristig krank werden oder sowas. Das ist einfach viel übersichtlicher. Genau, unser Bezug zu echt oder falsch ist es, dass wir es einfach falsch finden, dass Schulen so analog sind. Und wir finden es echt cool, wenn Schulen ein bisschen digitaler werden würden. Jetzt ist der PC ausgegangen. Genau, jetzt wollte ich eigentlich die Seite vorstellen. Da müssen wir mal kurz Strom anschließen. Genau, also das, wir hatten halt vor, dass der Lehrer von zu Hause aus, wenn er krank ist, sich halt bei dem System anmelden kann, halt sagen kann, ich bin krank, und das System sucht automatisch einen passenden Lehrer raus. Das kann ja nochmal zur Schulleitung geschickt werden und dann kann die das halt bestätigen. Und dann wird das halt auf dem Vertretungsplan angezeigt, dann kann man seine Klasse auswählen und dann wird das gefiltert. Soweit funktioniert das auch schon. Wir haben dann eine Datenbank mit MySQL erstellt und dann den Filter mit JavaScript gemacht. Genau. Anmeldung ist zwar jetzt noch nicht wirklich sicher, die ist noch auf der Seite. Und jetzt startet der PC gerade. Später wollten wir dann auch noch hinzufügen, dass der Lehrer auch noch Noten von den Schülern auf diese Seite schreiben kann, dass der Schüler andauernd sieht, wie er halt mündlich steht oder wie seine Tests gerade sind, wie er insgesamt steht, und dass er dann auch den Lehrer kontaktieren kann, wie er sich verbessern kann. Denn das haben wir jetzt auch noch nicht. Wir wollen dann auch noch später hinzufügen, dass der Lehrer Hausaufgaben hinzufügen kann, dass die Schüler halt das auch nicht mehr auf Papier schreiben müssen, dass alles digital ist, dass man dann einfach nur auf das System gucken muss und weiß, ah, jetzt habe ich in Englisch im Arbeitsbuch auf der Seite so und so die Aufgabe so und so. Ja. Ja, also ich schon, Rebecca war schon mal, ja genau, schon zweimal da. Und ja, was wir so halt neu entdeckt haben, ist halt, dass es sehr wichtig ist, Backups zu machen. Wenn man nur einen Fehler macht, ist es meist sehr schwierig, den zu finden. Das ist echt hilfreich, mit GitHub so ein Backup zu erstellen. Und GitHub ist auch ziemlich hilfreich, wenn man jetzt in einer Gruppenarbeit arbeitet, weil man halt einfach ganz einfach die Dateien untereinander austauschen kann. Und neu für mich war jetzt halt auch PHP und MySQL in die Seite einzubringen. Ja, ich habe dann das Frontend gemacht und Rebecca halt das Backend. Genau. Dann. Ist jetzt nicht ganz so optimal. Wie war denn das Wochenende so? Hat das irgendwie. Oh, jetzt sind wir tatsächlich soweit. Wir brücken es nochmal. Ein paar Sekunden haben wir noch. Wie war das so für euch? Kanntet ihr jemanden? Oder? Ja, einen kannte ich. Das war ein Freund von meinem Freund. Den habe ich manchmal auf dem Geburtstag gesehen.
Also, da kam mir das Gesicht schon bekannt vor. Und einen kannte ich auch aus einem Attraktor, einen Mentor hier. Bei dem habe ich auch schon mal so einen Workshop gemacht. Und insgesamt waren die hier alle ziemlich nett und haben auch sehr gerne geholfen. Welcher war euer Mentor? Ja, wir haben halt andauernd gewechselt. Jetzt, wenn für PHP haben wir den genommen, für MySQL den, halt immer. Er ist eigentlich hochgefahren, aber er zeigt nichts an. Okay, dann können wir erstmal. Sollte gleich funktionieren, wenn der Computer mal reagiert. Okay, wir suchen gerade hier Bitnami, womit wir halt auch den Server erstellt haben. Sonst können wir auch einfach schnell mal ohne PHP und MySQL zeigen. Das ist dann halt ohne Datenbank. Das ist dann. Ja. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Jawohl, das sieht schon ganz gut aus. Genau, hier startet sich einmal die Anmeldeseite. Jetzt. Genau, das ist die Anmeldeseite. Da kann man dann einmal seinen Namen angeben und ein Passwort. Da kann man jetzt erstmal irgendwas angeben. Genau, und dann kommt dann halt auf die Startseite. Da wird dann später noch angezeigt, wenn wir das dann alles mit einer Datenbank machen, nur Informationen über seinen Stundenplan und wie man mündlich steht. Genau, da sollte eigentlich der Verdrängungsplan sein. Und hier ist halt die Notenübersicht, wo auch der Durchschnitt halt automatisch errechnet wird. Okay. Super.